Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Ihn zu besteigen gelang erstmals vor über 60 Jahren. Ihn genau zu vermessen, war lange Zeit undenkbar. Deutschen Forschern ist dies nun jedoch gelungen, mit einem neuartigen Kamerasystem. Karten vom Himalaya stammten bisher von Satellitendaten. Das Problem, tiefe Schluchten und steile Hänge wurden nicht korrekt erfasst. Der kühne Plan, per Motorsegler zum Dach der Welt. Zwei Stauräume unter den Tragflächen bieten Platz für die Kameras. Zudem hat das Forschungsflugzeug ideale Flugeigenschaften. An Bord ist ein speziell für diese Expedition entwickeltes 3D-Kamerasystem. Seine Messgenauigkeit übertrifft jeden Satelliten. Konstruiert wurde es von Jörg Brauchle vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben hier ein Luftbildkamerasystem, das ist tauglich für extreme Umweltbedingungen. Bedeutet, wir haben ein Navigationssystem für die direkte Verortung der Bilder. Wir haben hier vier Kameraköpfe, wovon zwei nach unten schauen, eine nach links schaut und eine nach rechts schaut. Weiterhin haben wir hier ein Computersystem, das ist tauglich für hohe Höhen, speziell zertifiziert mit Wechselfestspeicher, damit wir kurz nach der Landung direkt die Daten rausnehmen können und sofort wieder starten können. Der Motor des Segelfliegers funktioniert nur in Höhen unter 8000 Metern. Für den Mount Everest reicht das nicht. Um in noch größere Höhen aufzusteigen, müssen die Piloten Aufwinde und die Segeleigenschaften des Flugzeuges nutzen. Schon der Erstflug im Himalaya ist ein Riesenerfolg für das gesamte Team. Bei idealen Flugbedingungen entstehen einzigartige Bilder. Für die Piloten ein unvergessliches Erlebnis. Das Ergebnis ist ein dreidimensionales Modell mit einer nie dagewesenen Präzision. Erdrutsche oder Lawinenabgänge können nun besser vorhergesagt und Menschenleben gerettet werden. Die Vermessung des Mount Everest, buchstäblich ein Höhepunkt der Luftfahrt.